Der österreichische Fahrradhersteller KTM forciert den Ausbau seines Elektrofahrradangebotes. Eines der spannenden neuen 2015er Modelle ist das KTM Machina Sport 10 GPS Plus mit Bosch E-Antrieb. KTM hat bei diesem Modell alles unternommen, um eine perfekte Ausstattung für den ambitionierten Touren- oder auch Alltagsfahrer zusammenzustellen. So lassen sich mit dem Bosch Performance Antrieb auch längere Abschnitte optimal bewältigen und wenn mal nachgeladen werden muss, dann ist das System schon nach einer Stunde wieder zu 50% voll, nach eineinhalb Stunden zu 80% und nach dreieinhalb Stunden zu 100% geladen. Auch direkt am Fahrrad kann der Akku aufgeladen werden. In unserem Test ist uns einerseits die Zuverlässigkeit der Restkilometeranzeige positiv aufgefallen. Und andererseits sind wir bei vorwiegender Verwendung der beiden stärksten Unterstützungsstufen und bei teils starkem Gegenwind im leicht hügeligen Stadt- und Umlandgebiet auf Reichweiten von knapp 70 Kilometer gekommen. Die vier Modi Eco, Tour, Sport und Turbo bieten 50, 120, 190 bzw. 275% Unterstützung. Von 0 bis zur maximalen Unterstützung von 25 km/h dauert es dank der kraftvollen Leistungscharakteristik nur wenige Sekunden. Das KTM Machina Sport 10 GPS Plus ist zudem mit dem Bosch Neon Board Computer ausgestattet. Hier sind umfangreiche Funktionen verfügbar. Neben den Standards wie Unterstützungsgrad und Reichweite gibt es Fitnessfunktionen, Navigation sowie über eine App auch Smartphone-Integrationsmöglichkeiten. Die Vielzahl der Features macht allerdings eine intensive Auseinandersetzung mit dem System und je nach Nutzung eine Online-Registrierung notwendig. Das 4,3 Zoll Display ist in jedem Fall sehr gut ablesbar und die Bedienung erfolgt sowohl direkt am Displayrand als auch über eine kleine Bedieneinheit neben dem Lenkergriff. Das E-Bike ist mit einer Shimano Deore XT 10-Gang-Kettenschaltung ausgestattet. Beim Schalten reguliert der Motor automatisch die Unterstützung, um Kette und Ritzel zu schonen. Gebremst wird hydraulisch mit Shimano XT Scheibenbremsen. Am Vorderrad sorgt eine Santur Federgabel mit hydraulischer Dämpfung und Blockierfunktion für mehr Komfort auf schlechtem Untergrund. Gefahren wird auf 28 Zoll Schwalbe Marathon Mondial Reifen mit Pannenschutz. Auch punkto Beleuchtung ist man dank Busch und Müller 50 Lux Scheinwerfer mit Stand- und Tagfahrlichtfunktion sehr gut aufgestellt. Das KTM Machina Sport 10 GPS Plus macht in jeder Hinsicht eine ausgezeichnete Figur. Ob am täglichen Weg zur Arbeit oder bei Touren auf unbefestigtem Untergrund, man kommt problemlos voran, nichts wackelt oder klappert und dank des offenbar höchst verwindungssteifen Rahmens und der hochwertigen Komponenten bietet das nur 21,9 kg schwere Bike ein sehr direktes und sportliches Fahrgefühl. Dieses runde, sehr empfehlenswerte Gesamtpaket ist zu einem Listenpreis von knapp 3.200 Euro erhältlich. Der sogenannte Straßenpreis liegt bei Redaktionsschluss bei rund 2.800 Euro, was das KTM Machina Sport GPS 10 Plus gleich noch viel attraktiver macht.